Jackson Communications. Bitte melden Sie sich an der Rezeption an. Hallo und herzlich willkommen zu Alien Isolation. Wir sind in einem neuen Abschnitt. In der letzten Folge haben wir damit Schluss gemacht, dass wir mit einem Aufzug gefahren sind. Mir ist danach das Spiel abgestürzt, deswegen war auch das Bild schwarz am Ende der Aufnahme. Das macht aber nichts, denn jetzt geht's weiter. Was ich sehe, und das seht ihr mit Sicherheit auch, da vorne steht jemand. Gerade eben sind auch Leute vorbeigerannt. Ich glaube, das müssen wir uns mal ganz in Ruhe betrachten. So, ich gehe mal vorsichtig weiter. Und wir haben wieder die Original-Alien-Musik im Hintergrund. Das finde ich immer besonders geil. Hallo? Mein Name ist Ripley. Amanda Ripley. Ich brauche Ihre Hilfe. Bitte nehmen Sie Platz. Es wird sicher gleich jemand bei Ihnen sein. Kein Wunder, dass Seekson das technische Wettrüsten verliert. Bitte nehmen Sie Platz. Es wird gleich jemand bei Ihnen sein. Das sieht mir aus wie Androiden, ne? Keine richtigen Menschen, sondern irgendwelche Roboter. So, diese Tür ist verschlossen. Okay. Ich schaue nochmal nach. So, das Kommunikationszentrum wird die externe Kommunikation übernehmen. Finden Sie und senden Sie eine Nachricht an die Torrance. Okay, warte mal. Wo müssen wir denn eigentlich hin? Ach, hier in diesem Bereich. Okay. Unsere Helis ist Verlass. Immer verfügbar, immer hilfsbereit, immer für Sie da. Unsere Syntheten verfügen über ein simples Design. Keine simulierten Emotionen, keine lebensrechten Eigenschaften. Sie arbeiten für Sie, damit Sie unbeschwert Ihr Leben leben können. Helis, genial einfach, einfach genial. Die Helis. Oh, da können wir wieder hier was ändern. Die Stromversorgung. Luftreinigung ist aktiv und Kamerafeed ist auch aktiv. Türzugriff ist nicht aktiv. Warum geht das nicht? Wenn ich hier die Kamera ausmache, warte, dann geht's. Ach so, dafür brauchst du dreimal Strom, ne? Na gut. Jetzt haben wir ja rein theoretisch die Türe aktiviert, die Türen aktiviert. Da oben gibt es auch nichts mehr. Durch diese Tür kann ich immer noch nicht gehen. Ob die da unten schon auf war, ich weiß es nicht. Ich werde es gleich mal probieren. No access, kein Zugang. Auf unsere Helis ist Verlass. Immer verfügbar, immer hilfsbereit, immer für Sie da. Unsere Syntheten verfügen über ein simples Design. Keine simulierten Emotionen, keine lebensrechten Eigenschaften. Sie arbeiten für Sie, damit Sie unbeschwert Ihr Leben leben können. Helis, genial einfach, einfach genial. Natürlich, mein Inventar ist schon wieder voll, wie ich gerade sehe. Sag mal, habe ich doch deaktiviert hier. Luftreinigung. Wieso ist denn das schon wieder aktiv? Guck mal, da kommt sofort Luft raus. Also, Luft, dieser Rauch. Sag mal, bin ich dazu blöd, das einzustellen oder was? So, Luftreinigung, Kamerafeed. Jetzt haben wir alles aktiviert, so wie es am Anfang war. Ah, okay. Das wird dann abgezogen. Oder abgesogen, um genau zu sein. Ich gehe mal weiter. Diese Tür ist auch zu. Schlüsselkarte benötigt. Was ist das für ein Kasten? Ionenschneider benötigt. Ich weiß aber auch gar nicht. Ventilationszugang. Okay. Ich wollte sagen, ich weiß gar nicht, für was es da ist. Aber es stand ja drauf. Da haben wir die Wartung. Was, ich kann das andere nicht lesen. Für Ihre Sicherheit und Wohlbefinden die Kühlwartung. Sind unsere Syntheten des Modells CV sofort erkennbar. Marktforschung hat ergeben, dass der Umgang mit fortgeschrittenen menschenähnlichen Androiden für Verbraucher oftmals unangenehm ist. Seekson CVs sind eindeutig erkennbar, sodass sie stets wissen, mit wem sie es zu tun haben. Da können sie sicher sein. Das ist das Seekson-Versprechen. Ich will mal gerade schauen, wo ich mich gerade bewege. Aber das Ziel sollte sich ja hier befinden. Aber okay, da oben kommen wir vielleicht auch rum. Ich muss das weiter absuchen. Nutzt nichts. Ihr Wohlbefinden liegt uns am Herzen.
Jo. Zumindest wenn ich heute wieder was hacken muss, dann weiß ich, wie es funktioniert. Das letzte Mal, es war der Mega-Fail gewesen. Ich brauche eine halbe Stunde, bis ich es rausgefunden habe, was ich in der Folge zuvor auch schon mal gemacht habe. Das war mir sehr peinlich übrigens. Guck mal, da läuft hier jemand rum. Wer bist du denn? Kann ich Ihnen helfen? Ich muss zur Kommunikationszentrale. Es ist dringend. Das ist ein eingeschränkter Bereich. Es ist ein Notfall. Verstehen Sie denn nicht, was hier los ist? Apollo hat die Lage unter Kontrolle. Ihre Anmeldung ist gleich abgeschlossen. Vergessen Sie es. Ich komme schon selber rein. Jo. Ja, das sieht ein bisschen komisch aus. Guck mal den seinen Hals an, ey. Ja, erkennt man tatsächlich. Davon würde ich abraten. Vor was? Dass ich selbst Hand anlege oder was? Hier komme ich sowieso nicht rein. Und guck mal, das ist auch ein schöner Raum. Schlüsselkarte benötigt. Sie fragen, wo wir eine Schlüsselkarte herbekommen, ne? Ich bin momentan so ein bisschen auch wieder verloren. Ich finde das hier ein Alien, also das ist echt ein geiles Spiel. Aber auch relativ komplex, also nicht von der Steuerung oder so, es ist ja alles einwandfrei. Jetzt bin ich wieder hier am Anfang. Aber man verliert schnell die Übersicht bei diesen Gängen hier. Das Problem habe ich momentan. Jetzt befinden wir uns nämlich wieder am Anfang. Ich renne jetzt aber mal. Ich glaube, die Androiden wird es nicht stören. So, hier waren wir definitiv noch nicht. Aber auch da kommen wir nicht weiter. Ich glaube aber, das muss so sein, dass es in einem Raumschiff oder in einer Raumstation ist es ja, dass es so verwirrend ist, ne? So, wenn ich jetzt hier an den Kollegen hier vorbeigehe, das ist der, wo wir eben gerade waren, dann sehe ich auch hier wieder abgeschlossene Türen. Und da vorne kommen wir zu einem Bereich, wo wir noch nicht waren. Kommen wir da irgendwie weiter? Nee, da kommen wir auch hier. Dann braucht man den Ionenschneider. Weiß nicht, wann ich den bekomme. Was haben wir denn hier Schönes? Bewegungsmelder. Eine Art Tracker. Er wurde modifiziert. Leertaste halten, um Bewegungsmelder zu nutzen. Wow, wir haben den legendären Motion Tracker. Nein, kein Problem. Cool. Aus im Alien 1 hatten sie den, glaube ich, gar nicht. Ich glaube nur im zweiten Teil. Da kam dieser Motion Tracker zum Einsatz. Guck mal, da vorne ist er. Das ist hier der Android. Genau. Cool. Really cool. So, warte mal, Inventar ist voll. Was brauchen wir denn? Was können wir da noch basteln? Revolver-Munition. Revolver-Munition können wir nicht basteln. Ach so, subkutane Impfpistole haben wir gar keine. Wir können kein Medikit basteln. Basteln. Nee, das wollte ich gar nicht. So, Leuchtfackeln. Ja, da können wir aber auch nur eine basteln. Weil Sprengkapseln haben wir keine mehr. Naja, zumindest wieder ein bisschen mehr Platz im Inventar. Ich habe jetzt, was habe ich denn da in der Hand überhaupt? Ich bin da noch gar nicht so durchgestiegen. Doch, Revolver, jetzt haben wir einen Revolver. Okay. Ich wollte gerade sagen, ich bin auch gar nicht so durchgestiegen, wie man die Waffen wechselt. Aber es funktioniert ja ganz normal. So, was haben wir denn da Schönes? Die Steuerung ist natürlich hier so ein bisschen anders, ne? Also irgendwie schon. Immer mit diesem Q zurück, E auswählen. Türüberbrückung. Hodges, ich habe ein manuelles Schloss an der Tür nach oben angebracht, um Unfälle zu vermeiden, während wir rausfinden, was hier los ist. Chief. Ungültiger Pfad. Freigegeben. Unser Manifest. Zuerst erschien in Auge auf Sexton. Wir wollen Ihnen keine neue Welt zeigen. Wir wollen sie mit Ihnen entdecken. Hier bei Sexton soll jede neue Technologie, jedes neue Forschungsprojekt, jede neue Entdeckung Anwendung im Alltag finden, um Ihnen zu dienen. Wir hoffen, Sie werden sich uns auf dieser Reise anschließen. Okay, morgen gemeinsam Sextons Reise in den Kolonialweltraum.
eine offizielle Chronik von Sebastian Sieg. Unser Ursprung im All. Warte mal, ich kann das auch mit Bild nach oben ein bisschen schneller machen wie mit dem Mausrad. 2034 änderte alles. Die Ankunft der Überlichtreise ebnete Sechsen vormals Sieg und Sohn den Weg zum Erfolg. Das Rennen in den Weltraum begann und unter der steten Führung des Gründers Josia Sieg war unsere Firma bereit für die kommenden Jahre. Sieg und Sohn bauten die Komponenten, mit denen Schiffe den Kolonialweltraum über das Sonnensystem hinaus ausbreiteten. Wayland Corporation teilte seine Überlichttechnologie nicht mit anderen Unternehmen. Glücklicherweise stand Josia Sieg, weiß nicht genau, wie es heißt, vielleicht auch Josiah, keine Ahnung, zu spekulieren, innovieren und produzieren. Ohne Sieg und Sohn sehe der Himmel heute wahrscheinlich anders aus. Das kann schon sein. Da haben wir hier noch Audio. Marie, falls du das hörst, ich bin auf dem Weg zu Sexton Communications. Ich habe dich nicht geweckt, weil ich weiß, dass du versucht hättest, mich aufzuhalten. Du musst verstehen, dass das unsere einzige Chance ist. Jemand muss den Funk wiederherstellen. Wir müssen sicherstellen, dass die entsprechenden Behörden zu Hause darüber Bescheid wissen, was hier vor sich geht. Keine Sorge, ich werde zurückkommen. Ich werde dich und Claire nicht zurücklassen. Okay. Türmechanismus überbrücken. Haben wir das jetzt gerade gemacht, oder was? Dann lasst uns mal da reingehen. Was haben wir denn hier für ein schönes Bild? Übrigens, gerade eben im Text 2034, ne? Überlichtgeschwindigkeit. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, aber ich glaube, wir können jetzt ein Medikat herstellen. Denn wir haben wieder eine subkutane Impfpistole. So, sehr schön. Jetzt nochmal gucken, da sind wir hergekommen. Eh zum Verstecken halten, den brauchen wir nicht. Es scheint, sind wir alleine hier oben. Da ist auf jeden Fall eine Tür, die müssten wir aufkriegen. Da hinten ist es etwas dunkler. Die Markierung am Rand des Bewegungsmeldefensters zeigt ihr Ziel an. Ah! Warum gibst du mir den Hinweis nicht gleich? Das ist ja cool. Ja, aber trotzdem kriegen wir diese Tür hier auf, auch wenn es falsch ist. Zieh's rum! Das ist ein seltsamer Raum. Sieht so ein bisschen komisch aus, ne? Ach, das sind Duschen oder was? So Art Duschen? Ich weiß nicht. Oder wie heißt es? Dekontimationskammern? Keine Ahnung. Ich bin erst 39 Jahre, ich brauche noch 5, um das zu lernen. So, weiter. Was haben wir hier Schönes? Schrott. Yeah. Mach das Ding aus, ey. Schrottmusik da. Bauplan eingesammelt. Öffnen Sie das Menürad. Geräuschmacher. Was braucht man davon? Da fehlt uns. Die subkutane Impfpistole fehlt uns schon wieder. Für den Geräuschmacher. Für was braucht man da eine subkutane Impfpistole? Ja, aber können wir zumindest herstellen, sobald wir wieder eine finden. Wir haben hier noch einen schönen Automaten. Hot Food. French Fries, Hot Dog, Chicken Nuggets. Chick Nuggets? Ach so, Chick, Doppelpunkt Nuggets. Okay. Irgendwie habe ich hier überhaupt noch keine Speicherstation entdeckt und auch noch keine Kartenaktualisierung. Aber kann natürlich sein, dass ich wieder vorbeigerannt bin, ne?
Wieder, seht ihr das, wie da im Hintergrund das Bild unscharf wird? Das ist auch cool gemacht, weil man sich auf diesen Motion Tracker konzentriert, wird im Hintergrund das Bild unscharf. Cool. So, da gibt es irgendwie nichts. Ja, irgendwie so richtig finde ich das heute nicht, ne? Also keine Speicherstation, kein gar nichts. Tobacco. Yeah, ich war in Polen gewesen, habe ein paar Kippen geholt letztens. Fällt mir dabei ein. Ah, da. Wenn man vom Teufel spricht, ne? Aber schau noch mal auf die Karte. Wir sind hier in einer anderen Ebene schon wieder. Begeben Sie sich umgehend zum Kommunikationszentrum. Bin mir nicht so sicher, ob wir hier richtig sind. Wahrscheinlich müssen wir wieder zurück oder so. Hätten einen anderen Weg nehmen müssen, beziehungsweise, warte mal. Das ist doch die Stelle hier, logischerweise, wo wir es aufgemacht haben. Jetzt sind wir da hinten rausgekommen, oder was? Na klar, da sind wir hergekommen. Okay, müssen wir also doch hier weiter. Cool. So, da oben können wir uns hier verstecken. Betreten einen eingeschränkten Bereich. Bitte gehen Sie. Lassen Sie mich rein. Ich muss mein Schiff kontaktieren. Es tut mir leid, das kann ich nicht zulassen. Ripley, Amanda, Sie wurden von Apollo registriert. Willkommen auf Sevastopol. Es muss einen anderen Weg geben. Finden Sie einen anderen Weg hinein. Weil der Kollege lässt uns hier nicht rein. Oder ich krieg so eine Schlüsselkarte mit ihm. Nehmen Sie Platz und warten Sie auf Hilfe. Ich warte hier nicht auf Hilfe, mein Freund. Ich suche einen anderen Weg. Alter Schwede, da gibt's auch noch was zu finden. Kann man das nicht aufmachen, doch. Subkutane Impfpistole. Ups, falsch gedrückt. Da machen wir mal einen Geräuschmacher, nicht wahr? So, zack. Warum geht das nicht? Ach so, ist schon aktiviert. So, jetzt haben wir einen Geräuschmacher. Für was auch immer. Also ich meine, ich kann es mir in der Schule schon denken, für was man den braucht. Sicherheitszugangsgenerator. Wie war das jetzt nochmal? Nee, jetzt müsst ihr es wissen. Na super, das funktioniert jetzt anders, ey. Super geil. System Override, Verbindung wird hergestellt. Es funktioniert jetzt anders. Ach so, ich muss es in diesem Bereich festhalten. Oh, jetzt ist es natürlich schwierig, ne? Ich bin einfach geil. Naja, manchmal jedenfalls. So, gehen wir mal rein hier, ne? In die gute Stube. Da haben wir nämlich hier so einen Durchgang. Da kommen wir bestimmt weiter. Taschenlampenbatterien, die brauchen wir. Was haben wir hier Schönes für ein Gemälde? Ja, weiß auch nicht. Da können wir uns wieder verstecken. Das will ich aber gar nicht. Ich gehe da jetzt rein. Mann, was sehe ich da, ne? Lassen Sie mich durch. Ich bin's, Hughes. Alter Schwede. Erkennen Sie mich nicht? Nee. Das ist auf jeden Fall ein richtiger Mensch irgendwo. Hören Sie mir zu. Wir müssen die Langstreckenkommunikation wiederherstellen. Sie werden hysterisch. Kommen Sie zurück. Ich warne Sie. Na, suchen wir nach einer freundschaftlichen Lösung. Ups. Sind auf jeden Fall stark. Oh mein Gott. Wow. Wir sind stark, auf jeden Fall. Ich glaube, mit dem sollte ich mich besser gut stellen. Diese Hiwis. Das
ist hier kein Durchgang, oder? Nee. Das ist scheiße, so dunkel hier. Ich will nicht meine ganzen Batterien verballern. Ich weiß nicht, ob die mich sehen dürfen. Guck mal, da ist eine Kamera. Der scannt das Gebiet ab. Mich auch. Ich will auf die Karte gucken. Haha. Ich würde es gerne wieder speichern, aber ich glaube, es funktioniert gerade nicht. Verschaffen Sie sich Zugang zum Aufzug, ohne entdeckt zu werden. Na super. Kannst du das Ding kaputt hauen, oder was? Ich weiß es nicht. Ich meine, wenn das Ding kaputt ist, dann fällt es denen doch mit Sicherheit auf. Kommen wir da drüber? Wäre ja auch zu einfach gewesen, ne? Wenn wir die Kisten jetzt einfach wegschieben könnten. Der sieht mich, der alte Sauhund. Da noch was anderes? Zusätzlich zu unzähligen Aufgaben zu hier kommen verschwende wertvolle Firmenzeit. Folgen Sie bitte. Ach scheiße. Scheiße. Ich glaube, das war's. Ich weiß jetzt auch nicht, ob die los sind. Ob die das jetzt vergessen haben, dass hier jemand war. Oder nicht. Ich kann es euch nicht sagen. Gut, Freunde. Für heute machen wir eine kleine Pause. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann bin ich mal gespannt, ob wir lebend durchkommen. Macht's gut, bis dann!